Gott, Leute, seht ihr das? Titus hat irgendwas mit seiner Pfote. Wenn ich sowas sehe, da tat mir der Kater wirklich leid. Bei diesem Video mit dem Pupspray, da muss ich mich wirklich absolut wundern. Das kann sie gerne mit ihren Nägeln machen, aber ihre Katzen sollte sie bitte davon verschonen. Leute, wusstet ihr, dass Bengalen so sind wie Hunde? Bengalkatzen sind Katzen, das heißt, die sind nicht wie Hunde. Aus meiner Sicht finde ich es ein bisschen traurig, dass man die Tiere so vermarktet, ehrlich gesagt. Ja, genau, und ich bin immer noch die Nägel lackiert. Sagen, da fällt mir kaum noch was zu ein. Also wirklich. Wir waren bei einer Katzenpsychologin. Ja, hallo, ich bin Heike Grotegut. Und mit ihr haben wir mal über die neuesten Katzen von Bonnie gesprochen. Denn die ist gerade mal wieder im Clickbait-Modus. Sie macht ihren Katzen die Nägel, stellt sich tot und hält schön drauf, wenn sich ihr Kater mal verletzt hat. Was hast du? Hast du Aua? Ich finde das unpassend. Und man könnte das natürlich auch als Tierquälerei bezeichnen. Ich muss wirklich sterben. In diesem Video seht ihr, was die Katzenpsychologin zu dem ganzen Trauerspiel sagt und wie Bonnie sich bei ihren Fans gerechtfertigt hat. Bibi, 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 Bibi. Hi, wir sind Kim und Robert und frisch aus dem Urlaub zurück. Also Robert. Ja, ich kann dir meinen Sonnenbrand zeigen, wenn du willst. Voll sexy machen. Krass, oder? Voll. Und wenn ihr uns auch mit Glocke abonniert habt, dann postet diesmal bitte den Hashtag Hauttiere in die Kommentare. Wir schalten direkt weiter, live zu unserer besten und einzigen Katzenzüchterin Kim. Live bei der Katze-Rassenschau Chemnitz. Was machst du da, Kim? Psst, hier wird gerade der Ronny präsentiert. Das ist ein richtig großer Oschi. Richtig Knutschbacken dran, kräftiger runder Schwanz. Zeigst du den mal? Nicht übermäßig lang. Das kommt ja auch nicht auf die Größe an, ne? Aber was machst du wirklich da? Na, ich scoute hier nach neuen Talentkatzen. Hier gibt's auch Bengalen. Und solche Bengalen-Kurzhaarkatzen, die hat sich ja auch Bonnie zugelegt. Wir haben tatsächlich schon einige Meisterschaften gewonnen. Und da haben sie tatsächlich schon öfteren mal den ersten Platz gemacht, Bonnie, den ersten Platz. Ich weiß nicht, ob die Katzen sich in diesen Ausstellungen wirklich alle sehr wohl fühlen. Also das ist halt eher so mein Problem, dass ich das halt eher versuche, aus Katzensicht zu sehen. Wem tut man da einen Gefallen? Also den Katzen oder halt eher dann doch den Haltern? Wahrscheinlich steckt da auch wahnsinnig viel Geld hinter, das darf man auch nicht vergessen. Hast du Bock auf eine Challenge? Ich übersetze mal, das heißt sowas wie nein. Ja, und dabei hat Bonnies Freund Dean den extra ein Papplabyrinth gebaut. Mist, er will gar nicht. Das ist für die Katzen absolut gar kein Spiel. Also wenn man das mit einem Hund macht, ein Hund, der macht wirklich alles, um uns zu gefallen. Eine Katze macht alles, weil sie Spaß dran hat oder irgendwie, weil es ihren Vorteil bringt. Und man sieht offensichtlich Titus, der denkt sich, was soll das, und schnell weg. Also das ist für ihn weder vorteilhaft noch irgendwie spaßig. Da mussten sie dann ja auch direkt das Thumbnail klauen, ne? Damit dieses Labyrinth dann zumindest noch halbwegs spektakulär aussieht. Ja, aber Dean hat denen auch ein Kostüm gekauft. Mach doch mal gerade hier, das ist doch lustig. Hätte ich mir mal einen Hund gekauft. Und die haben noch nicht mal Bock auf Plastikspielzeug ausprobieren. Das war's schon mit dem Elektroball. Wieso? Komm her. Geil, vor allen Dingen Titus stopft sich so dieses Elektrozeug in den Mund, ne? Das Elektroding aus dem Ball, ne? Einzige logische Konsequenz, nochmal zwei Plastikbälle kaufen. Weil Titus direkt dieses Gerät hier kaputt gemacht hat, also diesen Ball, haben wir gleich zwei neue geholt. Oha. Aber dann kleiner Lichtblick. Der Kater Titus hat sich die Pfote verknackst, das Bein gebrochen. Okay, du sagst so, als würde dich das freuen. Ja, das gab Klicks. Bonnie hat nämlich direkt die Kamera drauf gehalten. Oh Gott, ich muss wirklich sterben. Wenn ich sowas sehe, da tat mir der Kater wirklich leid. Der muss wirklich heftige Schmerzen in dem Augenblick gehabt haben. Und da muss man eigentlich nicht die Kamera draufhalten. Das fand ich äußerst unpassend. Oh nein, Leute, er humpelt. Das kann nicht wahr sein. Das war auch alles gar nicht so wild. Bis zu unserer krassesten Challenge. Okay, du meinst die Nägel lackieren. Ne? Lass uns endlich über die Nägel sprechen. Ist das wirklich eine angemalte Katzenpfote da auf dem Thumbnail? Ach so, nee, das haben die wieder geklaut. Ist eigentlich ein Gepard, aber ich meine, Katze, Gepard, Hund, wer kennt da schon den Unterschied? Leute, wusstet ihr, dass Bengalen so sind wie Hunde? Ja, aber auch Hunde haben keinen Bock drauf, die Nägel lackiert zu bekommen. Ja, und das haben sie überraschenderweise mit Bonnies Katzen gemeinsam. Die hatten da auch gar keinen Bock drauf. Also da muss man halt wirklich sagen, das geht gar nicht. Also was will man irgendwie Katzen, die Krallen maniküren, wenn die Katzen sich das ablecken, was zwangsweise tatsächlich passieren wird, dann ist es wahrscheinlich besten oder schlimmstenfalls einfach auch giftig. Das kann sie gerne mit ihren Nägeln machen, aber ihre Katzen sollte sie bitte davon verschonen. Alles klar. Bonnie kam dann noch mit einer Schere um die Ecke und mit einem Nagelclipser.
Wie lang die Krallen sind. Ja, nee, sind nicht ziemlich lang. Also da kenne ich was anderes. Sag mal, Mama muss mal deine Krallen schneiden, ne? Also Katzen muss man eigentlich nicht die Krallen schneiden, wenn die entsprechend viele Kratzmöglichkeiten haben. Die Züchterin meint, das muss man alle 2 Wochen machen, damit das halt nicht so wehtut, wenn die einen kratzen. Weil sie halt gekratzt wird, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Da müsste man sich mal über das Spielverhalten von der Halterin irgendwie ein paar Gedanken machen. Tja. Genau, ich habe 2 Raubkatzen, wusstet ihr das schon? Nächstes Video bitte. Wie reagieren Katzen wohl auf Pupsspray, Robert? Pupsspray? Na, Kumpel, stinkt. Bei diesem Video mit dem Pupsspray, da muss ich mich wirklich absolut wundern, weil sie selbst sich ja halb einen, also sie wirkt ja extrem stark. Das heißt, das scheint ja wirklich nicht so richtig toll zu riechen. Zumal ich sagen muss, dass ich das tatsächlich mal richtig gemein finde. Das kann ich in keinster Weise mehr nachvollziehen. Lol, jetzt sind beide gleichzeitig aufgestanden. Hä? Okay, wow, wie war das nochmal gerade mit der Vorbildfunktion? Hier so 1,3 Millionen Abonnenten, die sind alle noch ziemlich jung, die machen das zu Hause bei ihren Katzen nach. Machen doch YouTuber nicht. Vorbildfunktion, ne? Genau, diese Vorbildfunktion, ne? Verantwortung ist auch irgendwo relativ, denke ich mir. Ja gut, den Shitstorm nach dieser Krallensache konnte ja keiner erahnen. Das hat aber Bonnie geschickt abgefangen, indem sie einfach drunter geschrieben hat. Hahaha, war nur ein Joke. Kann ja keiner wissen, dass ihre Fans lackierte Nägel bei Katzen nicht so gut finden. Ich meine, als die Katzen Bonnies Kajal ausgesucht haben, da waren sie noch ganz begeistert. Also die Fans, die Katzen nicht so. Kumpel, ich brauch dich noch. Du musst doch hier ein Kajal aussuchen. Ich muss aber jetzt los, weil die beiden Muckis bekommen jetzt Dreadlocks in ihre Schnurrhaare. Hashtag Beautytime. Okay, Hashtag Hautier. Ich habe gehört, du hast mal wieder eine Agentur gegründet. Ja, Miau Miau. Die Agentur für tolle YouTube-Tiere. Miau Miau, here we fall again. Da ist die Kamera. Aus meiner Sicht finde ich es ein bisschen traurig, dass man die Tiere so vermarktet, ehrlich gesagt. Und mehr scheint mir das in dem Fall nicht zu sein. Ich streite ihr wirklich gar nicht ab, dass sie die schon auch mag, aber sie nutzt die auch wirklich ein bisschen aus. Also ich finde es unpassend. Und man könnte das natürlich auch als Tierquälerei bezeichnen, vielleicht nur ein unteres Level. Bei ihr, denke ich, ist vielleicht noch nicht Hopfen und Malz verloren. Und man kann hoffen, dass sie einfach irgendwie so ein bisschen der Kommentare sich annimmt. Sich tatsächlich mit der Rasse und allgemein mit Katzen auseinandersetzt und wirklich lernt und das nicht so weitertreibt, weil das wäre wirklich schade. Postet doch noch schnell den Namen von eurer Katze in die Kommentare, wenn ihr denn eine habt. Kim würde nichts posten, denn die hat keine Katze. Weil ich aber einen Hund, der kann auch nichts. Hätte ich mir mal einen Hund gekauft. Honey. Ich werde Honey in die Kommentare schreiben, denn so heißt die Katze, die bei meinen Eltern lebt. Fühlt sich fast an, als wäre es meine eigene. Übrigens, unsere Hintergrundkatze heißt auch Honey. Es ist nämlich die Honey. Jetzt können wir sie mal zeigen hier. Das ist Jani. Magst du die Endkatze noch ansagen? Jetzt kommt die Endkatze. Es ist nicht Hani, es ist nicht Terrence, es ist eine wundervolle Endkatze. Bibi, Bibi, Bibi. Ah!